Alabasterspitze. So, aber mir auch noch nicht abgehakt. Ja, bei mir habe ich aber immer noch die Quest, also. Ja, wir sollen trotzdem mal mir abgehakt werden dann. Gut, dann gehen wir noch mal da rein. Ja, jetzt bin ich 10% schwächer, ja. Auch wegen deiner Rüstung. Ja, da bring die mechanische Kiste zurück zum Podest. Töte. Ja, das habe ich auch noch. Bald. Ja, aber du hast die Quest Blut will ich nicht mehr, oder? Ja, bei mir ist die Karte auch gar nicht aufgedeckt. Ist ich weiß auch nicht, wie das funktioniert. Ist die Karte bei dir aufgedeckt? Nö. Boah, was ist denn hier denn los? Hast du irgendwie eine Quest eingesammelt, die ich irgendwie nicht habe, oder was? Muss ich auch nicht, was hier los ist. Ich aber nicht, Daniel. Ja, egal, wir sind hier drin. Wenn wir schon mal hier sind. Nehme ich mal, du hast irgendwann mal irgendwie mal eingesammelt, weil ich nicht. Weil ich nicht reingesammelt habe oder so. Keine Ahnung. Ja, Live-Action One Piece, Daniel, war ein Riesenerfolg. Ja, ich höre nur gut darüber. Wie es aussieht, weiß ich nicht. Ist das anscheinend jetzt Canon, dass das Crocodile mal eine Frau war? Das wäre eine Frau, war? Das Crocodile. Also, ja, da wurde irgendwie so. Ah. Ist das schon lange irgendwie so eine Theorie, oder? Ja, das. Weil über die Banco da irgendwie angedeutet hat, dass der irgendwas von ihm weiß. Ja. Viele haben geglaubt, dass Crocodile mal eine Drag Queen war. Ja, irgendwie sowas, genau. Der Live-Action-Show bei der Hinrichtung von Gold Roger, da sieht man in der Crowd einen Charakter, der sieht aus wie Crocodile, wie das eine Frau ist. Das soll eigentlich Crocodile sein, wie das eine Frau ist. Ja, wenn der Schimmel. Irgendwie so ein Hinweis darauf, dass der Mann eine Frau war. Ja, wenn der Chiro da auch ein bisschen mitarbeitet in der Live-Action, dann wird er bestimmt so reingepflanzt haben, so irgendwie so einige Sachen. Gab kommt ja auch schon, glaube ich, vor, ne, in den ersten Folgen. Oder? Ja, glaub schon. So, ich habe Gab jedenfalls schon ein paar Mal gesehen. Ja, das ist halt der Vorteil, wenn du schon tausende von Folgen weiter bist, ne, und du machst dann jetzt erst die Live-Action. Ne, das kannst du natürlich alles vorstellen, was du willst. Wenn du daran arbeitest. Zweite Staffel wurde schon angekündigt. Ja, das ist klar, ne? Hauptsache bleibt auch so von der Qualität. Gibt so viele Serien, die irgendwie mit jeder Staffel irgendwie an Qualität runtergehen. Aber liegt auch wieder nur ein, weil so woke sind. Ja, und der Witcher oder so was. Ah. Der Witcher. Das war eine schöne Katastrophe. Aber wenn Oda daran arbeitet, dann wird er ja wohl. Ich glaube nicht, dass er irgendwie so ein Mist zulassen wird. Ja. Ich habe schon irgendwie so Sachen gehört, irgendwie, dass er irgendwie. Dass er mit vielen Sachen nicht zufrieden war, was die irgendwie geplant hatten, aber der hat irgendwie gesagt, nee, da müssen wir noch mal machen, bis mir hat gefällt. Hat verstanden, was er gesagt hat, weil die nicht Japanisch sprechen. Ja. Ich bin noch nicht bereit. Frage mich, wie das ist, wenn das in Japan rauskommt. Die Japanischen Gab benutzen dann die originalen Stimmen aus dem Anime? Ja, das ist eine gute Frage. Ja,
Ja, das ist echt eine gute Frage eigentlich, ne? Ja. Mal wir sehen, ne? Vielleicht gucken die sich dann in Englisch mit japanischen Dub, Sub an. Ah, nee, ich bin verfehlt. Ich drehe mich nur einfach die ganzen Bücherregale um, ich gehe voll kaputt. Ja, oh. Na, jetzt werden die ganzen Game-Sachen besser als meine legendären, weil die höhere Level sind. Ja, die Show hat sogar einige Sachen besser gemacht als der Anime. Ja. Voll nicht. Ja, ich auch nicht. Das Barati soll besser sein in der Live-Action-Show. Ja, ja, guck mal, wie alt hier One Piece damals war. Als die erste Staffel so rausgekommen ist. Ist auch so Ende der 90er noch. Start jetzt ein bisschen mehr Qualität hast. Ich bin noch nicht bereit. Ich nehme mal ein bisschen an, der wird irgendwie so ein immer auf den Rücken tragen gleich. Zurückbringt. Ja, ja. Wie das jetzt zum Beispiel? Mal da. Ich dachte, jetzt wirst du dich auch am Drehen. Das ist meine Masche. Alles dreht sich um mich dann. Ja, aber. Hab ich denn überhaupt? Ich hau ja einfach nur, ich weiß nicht, ob ich den treffe. Wenn ich so nah rangehen kann. Ich kümmere mich um das Fleisch. Ey, ich kann mich gar nicht den Typen nähern. Wo war denn jetzt schon wieder? Pass auf. Au. Ich habe auch beinahe gerade gestorben. Nein, nicht mit der Kiste. Und ich schon wieder, was mich schon wieder umgebracht hat. Ich stand gar nicht in der Kurze. Nein, ich habe auch gerade voll viel Schaden genommen durch irgendwas. Ich muss warten. Ich kann irgendwie nicht näher an den ran. Und die Runde Radi rein. Au! Fleischdinger wandert. Mechanische Kiste. Okay. Anrufungsstab, damit kann ich telefonieren. Hervorragend. Geil. Ich bin noch nicht bereit. Hey, super Empfang. Ich steck mir so den Stab ins Ohr. Was ist das hier? Schreit jemand um Hilfe. Hier ist so eine Säule zum Hochpowern. Ich weiß nicht, was die gemacht hat. Ich bin noch nicht bereit. So, hier hat gerade irgendjemand geschrien. Okay. Prächtige Tour, was? Ja,
Ah, Vorsicht. Ich muss warten. Ich dreh mich und ich dreh mich. Und du drehst dich auf. Ich bin noch nicht bereit. Ja, gerade, 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 gerade. Warum sind da immer noch so viele? Nein, die haben mich eingesperrt. Ich kann mich gar nicht mehr bewegen. Ja. Ist hier ein dicker Boss irgendwo? Da. Sehr beschissener Ort zum Kämpfen, ne? Ja. Ich wollte nur die Truhe hier öffnen. Ereignis abgeschlossen, was? Okay. Ich habe ein Militärschwert. Ah, ich hab. Ah, jetzt krieg ich alles neue Klamotten. Die sind alle gelb. Oh, Schwert ist sogar besser. Wow. Oh Gott, das war. Ja, dann ist es ein bisschen hart hier, habe ich so ein Gefühl. Oh, ich platziere mal meine Kiste. Oder Box. Nee, Kiste. Wo ist das mit deinem Kelch jetzt? Du musst irgendwann den Kelch machen. Ah. Ja, ja, ich muss den Bischof töten und den Kelch an mich nehmen. Ah. Wir müssen den Boss töten. Also ich muss irgendwann auch die Quest machen nochmal. Dann kommen wir nochmal hier rein. Entscheid. Ah, pass auf. Ich bin noch nicht bereit. Stop. Gleich explodiere ich. Vielleicht darauf gefasst, ich explodiere gleich. Ja, pass auf. Ich hab voll Bock gerade zu explodieren. Jede Sekunde. Verdammt. Ich bin noch nicht bereit. Yeah.
Nur ich bin explodiert. Habe ich mal irgendwie so ein Video gesehen, irgendwie meine Empfehlung, der stärkste Angriff in Diablo, das ist ein Level Up Explosion. Okay. Irgendwie so eine Animation, irgendwie so ein Barbar kämpft irgendwie gegen so ein paar Gegner, wird irgendwie voll langsam irgendwie umzingelt. Und auf einmal Level Up, und mein ganzes Schloss explodiert, es ist tot. Oh, das ist der nächste Boss. Hey, was geht, na? Ich meine, theoretisch können wir eigentlich die Box nehmen und dann abhauen, ne? Ja. Den kannst du mir nicht anschießen, ne? Ich bin noch nicht bereit. Nur drauf, immer drauf, immer drauf. Sag mal, deine Skeletten, die sollen näher rangehen, die treffen den gar nicht. Die ihren Schüsse fallen die ganze Zeit ab. Autsch. Oh ja, doch, an den kann ich mich erinnern. Der hat mich auch immer mit seinem Schwert festgehalten. Der hat mich festgehalten, der hat mich durchbohrt. Nein, er hat mich betäubt. Wer hat meine Ultimate? Du kannst das wagen. Wieder? Nein. Komm mir her, du Schwein. Liste der Verstorbenen. Okay. Liste der Verstorbenen. 1318 Anno Kechistani. Haben wir 92 Seelen auf diesem heiligen Boden begraben. Ja. Fehl- und Totgeburten 7. Verblutet. Dann bring mal die Kiste 4. Weg. Im Wochenbett gestorben 2. Hingerichtet 15. Erfroren 6. Altersschwäche. Haben wir jetzt hier gerade Todesursachen vorgelesen? 54. Verhungert. Hier so ein Text eingesammelt, jetzt liest mir irgendwie eine. Ich muss doch vor, so haben wir letztes Mal auch schon eingesammelt gehabt. Den ich höre das auch gerade. Alter Schwäche 2, Diabetes 5, Kopfschmerzen 3. Oh, da ist der Weg jetzt explodiert. So, da. Ich muss warten. Muss ich mal kurz aufleveln. War eine gute Frage, ne? Was habe ich als letztes gelevelt? Was habe ich vor 3 Wochen noch mal gelevelt? Oh, da ist eine 1. Ich weiß genau, was ich will. Oh, da ist eine 1. Ich nehme an, das wollte ich. Du tust doch einfach irgendwas random da auswählen, ey. Nee, ist gar nicht wahr. Ich habe nur gesehen, da war schon ein Punkt drin. Also werde ich mir schon irgendwas gedacht haben vor 3 Wochen. Ich vertraue dem Daniel aus der Vergangenheit. Und dieser Daniel, der bin ich. Oh, hey. Wir laufen schon wieder mit schwächerer Rüstung rum. Musik im Hintergrund.
Ja, fertig. Na gut. Ich muss warten. Stufe von Saison 1 abgeschlossen. Stufe 19. Er hat ein Geräusch. Nein, das passt. Man, du holst ja auch nicht Starfield oder was? Ne. Nicht so Elder Scrolls Fan. Ah, nicht wirklich. Oh. Ich hab noch nie eins fertig gespielt, also. Ne. Irgendwie von Fallout soll es jetzt irgendwie eine Serie oder so geben, habe ich gehört. Ja, da wollen die wahrscheinlich wieder eine Netflix-Show für machen. Okay. Die wird genauso gut wie die Halo-Show, keine Ahnung. Mal gespannt. Ahsoka ist auch nicht so, weiß nicht. Ein bisschen gespalten. Ja. Wo ich irgendwie gute Sachen von der letzten Folge gehört habe. Ja. Anakin ist wieder da. Ja, ja. Aber der ist nicht wirklich wieder lebendig, aber halt, ja. Ja, irgendwie, weil nicht der Vision oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Ja, warum ist dieser Ghoul, warum stirbt der nicht? Alter, dieser Ghoul ist unsterblich. Ja, du kämpfst da auch gegen ein. Da unten ist er. Da unten war auch so ein Typ. Ja, da ist noch einer. Ich kann dich einen Ghoul da nicht umbringen. Der heilt sich sofort. Er macht den anderen Platz, der ist fast tot. Ja, ich meine so ein Standard-Ghoul, ich rede nicht von den Bossen hier. Oh, ja, irgendwie geht der bei mir auch nicht kaputt. Ich bin noch nicht bereit. Ja, so ein komischer kleiner Ghoul, der geht nicht kaputt, ey. Der ist der Auserwählte. Ah. Nicht bereit. Mach mal den hier kaputt. Ah. Oh, ist er weg, ne? Oh, pass auf. Nicht bereit. Aua. Wer hat meine Ultimate? Wie kannst du das eigentlich fragen? Ich bin noch nicht bereit. Jetzt bin ich schon wieder leicht vor. Ich habe mich schon gerade entleert. Das ist aber, das ist Schlitzergens. Ja, tötet alle Gegner in der weiten Gruft oder so noch welche.
Anni, du musst Schlitzergänz mitnehmen. Nein, hier sind schwere Stiefel. Oh, dann gab es Platz mehr, ja. Ich weiß nicht, ob das an den zwei Bossen lag, aber der war ein Ghoul, der ist die ganze Zeit. Ja, ja. Der hat gar keinen Schaden genommen von meinen Angriffen. Ja, besser gesagt, der hat sich sofort regeneriert. Ja, da ist schon wieder so einer. Ich muss ja, bei mir auch, okay. Boah. Wir von den Viecher locken hier herum. Ich glaube, da sind die Bosse dran schuld, Daniel. Ja, der nimmt doch irgendwie nur so zwei Schaden, sehe ich gerade. Nicht bereit. Warte, du. Papier ist nicht so wohl. Ich bin ja voll eingeschwellt. Jetzt immer so Gift am Boden. Ja, ich weiß. Ich hab den Ghoul gleich. Pass auf. So, der Ghoul ja, ist ich versuche hier gerade Schokolade auszuweichen, da ich kann jetzt nicht. Ich muss warten. So. Ich muss warten. Das war doch easy. Oh, plus zwei verteilen. Ah, irgendwas. Boah, ich muss mal ein paar Sachen hier lernen. Ich denke, wo das schlitzt die ganze Zeit. Ja, ich bin auch voll so mit dir. Na gut, dann kommt er jetzt hier. Der kommt mir überhaupt nicht bekannt vor. Ja, wir wissen alle, Daniel, dass du Alzheimer hast. Aber da kommt er bekannt vor. Wenn das Fleisch am Spawn ist. Ich weiß gar nicht, was das bringt. Ah! Ich bin noch nicht bereit. Ich hab mich mal voll selber. Der ist mich am Nuckeln. Auf Seiten, Daniel, was willst du eigentlich? Der war mich am Saugen. Ich war nur darauf aufmerksam machen. Ich bin noch nicht bereit. Ich bin noch nicht bereit. Oh Gott. Oh Gott. Ah. Ich muss warten. Nein. Ich gerade sagen, ich bin mit Spendibler hier mit den Tränken gerade. Ich bin noch nicht bereit. Vielleicht müssen wir die Dinger kaputt machen irgendwie. Ich bin noch nicht bereit. Wir sind einfach noch am explodieren. Oh, wenn die explodieren, tun die so Wellen auslösen. Dann treffen die uns. Versuch schon die ganze Zeit die kaputt zu machen. Okay, ich nicht. Ja, meine Skelette greifen die ganze Zeit an. Oh. Nein. Oh oh. Ich glaube, ich gehe gleich drauf. Okay, noch nicht. Ich muss warten. Donk.
Nein. Auf ihn, auf ihn. Alter, der macht mir immer mit noch nichts voll viel Schaden. Ich bin noch nicht bereit. Komm her. Okay. So, hast du jetzt irgendwas? Nee, wo ist der Kelch? Hat der den nicht gedroppt? Weiß ich auch nicht. Toll, irgendwie hat er jetzt nichts gedroppt oder so, warte mal. Warum weiß ich auch nicht. Müssen wir jetzt sagen, wir sind hier umsonst reingegangen. Ja, wie sind jetzt aus? Der hat das. Robuste Tunika, scharfe Sense. Hast du die Quest aktiv? Er hat keinen Kelch fallen gelassen. Was denn für ein Kelch dann? Töte den Bischof und nehmt den roten Kelch. Ja, wo ist denn der scheiß Kelch? Hier ist nichts bei mir. Wie heißt denn die Quest? Blutpredigt. Ich guck mal online. Blutpredigt Diablo 4 Blutpredigt Bug. So beheben sie den Blutpredigt Fehler in Diablo 4. Scheint irgendwie ein Bug zu sein. Ja, toll. Mir hat er jetzt nichts hier fallen gelassen. Fremdenhandschuhe, Ring. Ich will aber die Tür zu holen. Das ist geschlossen. In der Videoserie nehmen alle Quests an, gehen zur Tür und diese ist offen. Aber hier haben einige irgendwie ein Problem, dass sie nicht durch die Tür kommen. Also überhaupt zum Boss kommen, aber das ist ja wieder was anderes. Wo soll denn der Scheiß... Da ist ja der Bischof. Wo ist denn der blöde Kerl hier? Weiß ich auch nicht. Quest Blutpredigt. Ich habe die Quest komplett abgeschlossen, aber keinen roten Kelch bekommen. Also Endgegner besiegen und nichts gefunden. Habe die Quest schon zweimal gemacht, bekomme einfach keinen roten Kelch. Boss gekillt und kein roter Kelch. Noch keine Antwort. Cool. Ja, toll. Ich. Kein Kelch. Bringen Sie den roten Kelch zurück zur Schwester Vera. Keinen roten Kelch bekommen. Weiß ich auch nicht. Ja, hier ist nichts. Hier wird mir auch nichts auf der Karte angezeigt. Weil der Boss soll dann eigentlich droppen, aber... Ja, hat er aber nicht. Weiß ich auch nicht. Ja. Ich bin noch nicht bereit. Ich auch nicht. Dann komm, dann gehen wir. Da liegt nix. Da steht immer noch, töte den Bischof und nimm den roten Kelch. Weiß ich auch nicht. Ja, ich auch nicht. Na, müssen wir, weiß nicht. Ich hab doch gesagt, ich hatte das letzte Mal die Quest schon, nur da ist kein Kelch bei mir gewesen.
Ja, dann die Quest halt vergessen. Da steht irgendwie, man kann die Quest irgendwie abbrechen oder so. Ja. Na, ich weiß nicht, wie das geht. Abbrechen einfach. Oh, da steht ja, ja, Viereck bei mir. Also bei dir X. Vielleicht auf das ja irgendwie abbrechen und nochmal neu starten oder so. Irgendwann. Ich weiß nicht, wo wir die Quest gekriegt haben. Ja, da musst du bei Dings hier, wenn du bei deinen Quest gehst, steht ja verfolgen und abbrechen. Ja, ja, ich habe die ja schon abgebrochen, aber ich weiß ja jetzt nicht mehr, wie man die in die Quest. Also, ja. Ja, spätestens, wenn du irgendwo ein Ausrufezeichen siehst und ich nicht, dann werden wir ja sehen. Das. Ja, ganz toll. Ja, wird vertagt. Ich hatte dir doch gesagt, dann. Ich habe beim letzten Mal schon die Quest aktiviert gehabt, aber ich habe keinen scheiß Kelch gekriegt. Wir machen das nochmal, wenn wir nochmal stärker sind und das hier und hier nochmal durchbrettern. Ja, da sind die Gegner noch auch stärker. Jedenfalls die Hauptquest. Ja. Das ist ein bisschen verwirrend jetzt hier gerade. Ich hab hier Akt 2 und Akt 3. Und Akt 3 ja. Ist irgendwie von der Stufe her niedriger. Stufe 40 ist das. Akt 2 ist Stufe 45. Ich nehme an, wir machen Akt 3 dann. Was ist mit dem Megen? Ah ja, die ist ja am Arsch der Welt, genau. Das ist hier. Da müssen wir zu Cat Badur. Das ist ganz links. Um links. Macht Sinn, den Akt 2 zu überspringen. Ja, deswegen verstehe ich das ja auch nicht so. Aber das ist irgendwie niedriger gelevelt. Ja, ich muss erstmal wieder hier verkaufen. Ja, aber ich muss jetzt erstmal meine Sachen reparieren. Ey. Ja, das auch. Ich bin noch nicht bereit. Ich bin noch nicht bereit. Wir können auch Akt 2 machen, mir ist das egal. Ja, mir auch, Daniel, du bist doch der Boss. Wo ist denn Akt 2? Das ist auch hier, oder? Nee. Wo ist Akt 2 denn? Machen wir Akt 2, das ist gleich. Müssen wir gleich nochmal teleportieren. Aber egal. Erstmal verkaufen. Spiel ist kompliziert, okay. Das hat das meiste erwischt. Gib mir ein paar neue Designs. Neue Schuhe, neues Oberteil. Der Rest kann weg. Die habe ich hier abgemacht. Du machst mich doch arm. Preis. Und aber etwas unspektakulärer Kampf gegen Odin. Unspektakulär, du hast auf die Fresse gekriegt. Ja, ich weiß, aber so kein so ein essbar Kampf irgendwie zwischen den beiden. Du kannst nicht immer einen essbar Kampf haben. Da. So kein Ifrit. Also, Ifrit. Ja, aber Ifrit hat keine Chance gegen Odin. Der Moment, in dem Clive gesagt hat, it's Ifrit time. An dem Moment wusste ich, dass der voller knallerte Typ ist. Ja, ich weiß. Ist das nicht diese Meme irgendwie, von der du mal gesagt hast? Ja, yeah, it's Morbin time. Ja, damit machen die sich über den Film von... das ist ein Spider-Man-Villain. Er ist ein Vampir. In dem Moment, in dem Darth Vader durch die Tür gelaufen ist in Episode 4 und gesagt hat, it's Darthing time. In dem Moment ja. Wusste ich, dass er voll der mächtige Sith Lord ist. Ich weiß. Na, wie fandst du meine Meckers, die ich geholt habe? Ja, sehr gut. Ich hab
ich war ja für meinen Vater irgendwie unterwegs hier für ein Geburtstagsgeschenk. Und dann hat ihm so ein Mecker geholt. Ja, ich habe den irgendwie bei Karstadt irgendwie so ein Pulli geholt und die haben da irgendwie so eine Lego-Abteilung gehabt, da habe ich mich da halt umgeschaut. Ich habe mir eine neue Fernbedienung geholt für meinen Fernseher. Na, sehr gut, müsste ich eigentlich auch. Er meine, ist nämlich kaputt, teilweise schon seit 2 Jahren kaputt gewesen. Aber meine also nur noch bestimmte Tasten haben funktioniert. Bei mir muss ich auch irgendwie voll immer reindrücken für jeden Knopf. Ja, einige Tasten haben gar nicht. Die Tasten, die ich am meisten benutzt habe, haben gar nicht mehr funktioniert. So, ich gehe schon mal weg. Ich gehe nach Timir. Das ist irgendwo oben rechts. Der ganze Wald ist dem Wahnsinn anheimgefallen. Wir werden nicht noch einmal dorthin gehen. Tiermeier, das ist. Ja. Oben rechts. Du wirst das schon finden. Ich esse mal kurz einen Snack. Ein saures Bonbon. Sauer. Boah, ich muss mal da nachgucken, der ist doch bestimmt bei. Ja, nee, waren wir ja schon mal. Toter Fisch. Interagieren. Fast leeres Fass. Ein fast leeres Fass, in dem sich nur ein paar kleine Fische und ein Aal befinden. Schau den Viechern dazu und gucke, wer als letzter überlebt. So. Wie sieht's denn hier so aus? Oh, wir haben schon eine Menge erkundet in dem Gebiet. Hälfte der Nebenquest. Mehr als die Hälfte der entdeckten Gebiete. Bist du noch da? Bitte. Könnte er sich wieder mit seinen Golem an? Ja. Okay, ungezähmte Natur habe ich als aktive Quest gerade. Habt ihr eine Dämonen hier vorbeikommen gesehen? Im Moor befindet sich eine gehörnte Frau, die Verderbnis verbreitet, falls ihr das meint. Boah, könnte ja jeder sein. Ja, sie will die Droiden, die Astaroth besiegt haben. Ah, dieser irre Nefane lebt dort draußen. Wir haben bereits versucht, nach ihm zu sehen. Astaroth, war dieser Engel? Dann erschien der Wolfgefährte des Druiden und biss einen meiner Männer. Meine Ritter sind bereits untergesetzt. Ich werde die übrigen nicht für einen Bastard riskieren, der die Kathedrale hasst. Da war da irgendwie noch ein Sohn von Lilith oder irgendwie sowas. Das war Rama, der erste Untotenbeschwörer. Namen sind noch alle. Will ich mir noch merken. So. Hier ist eine Quest, können wir ja schon mal annehmen, wenn die auf dem Weg ist. Maeve. Ihr seht besorgt, Älteste. Kann ich euch irgendwie helfen? Die Fliegenschwärme plagen uns. Wir haben getan, was wir konnten. Leichen verbrannt, offenes Wasser abgedeckt, uns mit Galgen... Boah, Leute haben Probleme mit Bären, mit Dämonen und die haben Probleme mit Fliegen. Die Leute hatten schlimmere Sorgen.
Aber die Fliegen haben unsere letzte Milchkuh totgebissen. Das Problem verschwindet nicht einfach, wenn wir es ignorieren. Sind ihr da sicher? Das ist meine Lebensweise. Ich habe etwas Geld gespart, das euch gehört, wenn ihr gegen den Befall helft. Ja, ich reibe mich ein bisschen mit Kuhmist ein. Was? 75? Ihr habt sie doch nicht mehr alle. Buff. Die werden mir jetzt schon auf der Karte angezeigt, die Viecher. Oh, das ganze Gebiet hier ist. Ja, können wir ja nebenbei mal welche sehen, erledigen, nehme ich an. Wir haben ja schon erkennen, ne? Warnung, ein Stadtportal für die Rückkehr wird geschlossen, sobald ihr die Stadt verlässt. Okay. Hey, yo, was geht? Die sind nur Level 41, ey. Ja, okay. Botschaft. Der Stein wurde. Könnt ihr drei Hunde nicht willkommen? Der ist auch nicht weiß. Wo ist denn der weiß? Ein weißer Wolf, oder? Ich kann nicht mit denen interagieren. Du bist mit dem mal interagieren, glaube ich. Gerade mit dem. Ich habe besser gesagt, er bellt und ich verstehe, was er sagt. Was sagt er denn? Ja, da steht nur bellen. Ich weiß zwar nicht, wann ich die Sprache der Hunde gelernt habe. Da kann ich dem folgen. Okay, ich konnte mit dem nicht reden. Da steht irgendwie weißer Wolf oder ich weiß nicht, ob das jetzt weißer oder. Also, der sieht mir nicht weiß aus, der Kerl. Führe uns zum Schotter. Mein Gott. Ganz ein Einzelteil hier. Oh, ich glaube, da sind ein paar Fliegen. Aha! Duft. Haha, jetzt wird dran. Na, schon 24 von denen erledigt. 29, 30. Nein, ich will noch mehr. Ja, wir sind gerade durch den Zug gedüst. Oh. Schon wieder so eine mythologische Kreatur. Ein Bär. Der da hochgeklettert. Hey, was geht? Na? Leises Stöhnen. Ich kann nicht mit dem reden. Was? Wer seid ihr? Jetzt kann ich mit dem interagieren. Stinkt nach Dohnen. Aber
Sie so auch leise stöhnen. Ja. Er fürchtete, Lilith würde euch aufsuchen. Er hatte recht. Ach, Servus. Ja. Wie schnüffel ich hier aufgeknüpft? Für mich gibt es keine Rettung mehr. Kegel. Alles, was ihr für mich tun könnt, ist, den Dämon zu finden. Und ich werde euch helfen. Geht nach Norden. Sie ist dort und plant etwas. Ihr habt noch Zeit, sie aufzuhalten. Schneller, du sabbernder Opa. Schnell. Ach, auch etwas. Ja, ist klar, Alter. Machen wir doch gerne. Wir müssen schon wieder Lilith verfolgen. Weißt du, wenn wir das ganze Spiel lang nur Lilith verfolgen, ohne die jemals irgendwie zu treffen. Okay, so, da ist irgendwie voll die Sackgasse. Die Gegner sind die Freunde, die wir auf dem Weg immer hierher haben. Ja. So, wenn da unten jetzt nichts ist, ne? Eigentlich, wenn ich mit der Dings reden. Nur der Truhe. Oh, Alter. Haha. Ich wusste jetzt irgendwas. Oh. Ja, hier ist ein Altar. Alter. Bist du aber viel zu auffällig, ey. So. Ein paar Fliegen müssen wir noch erledigen. Ich habe 63 von 75. Habe ich auch. Oh, da wie gespielt. Nee, da lang. Fliegen. Nee. Doch. Ihn nicht mal sehen, ey. Oh, warte mal, ich habe eine Quest gegen schon. Was ist das? Ich bin noch nicht bereit. Ja, ich habe ja so einen Dorfbewohner. Ja, ein Totem. Jetzt hat der Deck, jetzt hat er die Quest hier angemacht. Oder nee. Es muss einen Weg geben, sie aufzuheben. Ich glaube, ich werde sie essen. Guck mal da, es ist Joshua. Ich bin noch nicht bereit. Okay. Wie kommen wir da rein? Ja, wir müssen da wieder, ich habe hier wieder so Symbole, so weißt du. Oh, ja. Oder ist das zu einer anderen Quest? Nee, ich glaube da eins von drei habe ich.
Ja, ja, okay. Ich auch. Ah. Ja, ich habe da oben irgendwie sowas kaputt gemacht, glaube ich. Ne. Wir ein Schatzproblem da. Komm her, du Stück. Komm her, du Stück. Ah, ich verlangsame mich. Ich kann nicht wagen. Wie soll ich denn so den Schotter folgen? Der wollte gerade abbauen. Wir wollten ein Portal öffnen. Ich hab den in einem Portal zum Tor. Ja, legendäre Stiefel. Wenn ich hier noch aufheben könnte. Ja, meins auch. Verdammt. Ja, jetzt eine unnatürliche Wucherung. Ich glaube, die müssen wir kaputt machen. Ich habe auch nur eine natürliche Wucherung. Ich bin noch nicht bereit. Gut, dann teilen wir uns jetzt auf, Daniel, und ich schnapp mir die andere. Okay. Ja, wer? Es gibt doch nur noch eine, du Klon. Oh, legendärer Kopfschutz. Wir können auch zusammen dahin gehen. Ich habe nichts anderes zu tun gerade. Das war ja der Witz daran. Da. Es gibt sowieso nur noch eine. Also das Teil, das bringt es nicht. Aber was soll ich denn dann machen? Ich habe mich ein paar Skelette um mich herum, die mich hier, mit denen ich mich unterhalten kann, wenn ich allein bin. Wenn ich allein bin, dann bin ich allein. Ich bin allein, allein, allein. Oh mein. Allein, allein, allein. Ich muss warten. So, das Fleisch haben wir gegart, jetzt können wir da rein, oder? Aber bevor wir mal da reingehen, würde ich gerne den Part beenden, kurz. Hier wurde mein Blutgolem geboren.